Jetzt wird viel passieren im Marienhof. Präsentiert im Ersten von Mobilat. Es wird viel passieren. Ich habe zu ihr gesagt, dass sie abreisen soll. Also hast du dich jetzt entschieden? Es gab gar nie was zu entscheiden. Ich liebe dich. Nur dich. Naja, ich werde in ein paar Tagen nach Australien fliegen. Australien? Du musst von jetzt an alleine klarkommen. Ich werde dich nicht mehr unterrichten. Du musst mir keine Blumen schenken, nur weil du mal einen mehr oder weniger blöden Kommentar abgibst. Du denkst, ich habe dir die Blumen nur geschenkt, weil... Weil Sven dir ins Gewissen geredet hat. Bitte bleib. Ich kann dich doch nicht einfach gehen lassen. Es wird viel passieren. Bitte sag doch was. Asche, wenn du jetzt wegfährst... Du liebst mich nicht mehr. Das hast du mir mehr als deutlich gesagt. Asche, so einfach ist das alles nicht. Wenn du jetzt wegfährst... Ich habe das Gefühl, dann kommen wir beide niemals drüber hinweg. Und du glaubst, wenn ich bleibe, ändert es irgendwas? Dann gibt es wenigstens eine Chance, dass wir damit abschließen können. Mit dem, was zwischen dir und mir war. Wie bitte stellst du dir das denn vor? Ja, lass uns reden. Lass uns doch gemeinsam überlegen, wie das passieren konnte, dass das mit uns nichts wurde. Dass es nie was werden konnte. Das hat doch alles keinen Sinn. Mach ich einfach Angst, dass wir nie mehr die Gelegenheit haben werden, darüber zu reden. Bastian, du hast mich selber gebeten zu gehen. Ja, und jetzt bitte ich dich zu bleiben. Du bist mit Hannah zusammen, schon vergessen? Um Hannah geht's doch auch. Ich will Klarheit. Bitte. Und ich will Abstand. Bitte, Bastian, es ist auch nicht leicht für mich. Mascha, bitte geh nicht. Es ist besser so. Glaub mir. Pass auf dich auf. Noch eine Flasche Sekt, bitte, ja? Sofort. Wenn Herr Professor Wendel dich zufällig meine Wohnung angemietet hätte. Hast du das wirklich verrückt? Ja. Käse rüber. Das hier? Ja. Dankeschön. Willst du auch noch? Hey, was ist denn los? Du machst ein Gesicht, als hättest du heute Abend grauenhaft gespielt und das Publikum hätte dich mit faulen Eiern beworfen. Tobi ist bestimmt sauer, dass ihn heute noch niemand um ein Autogramm gebeten hat. Immerhin ist Tobi seine Berühmtheit. Nicht stark. Der Freund meiner Schwester wird vielleicht noch ein Weltstar. Mhm. Wahnsinn, Lehrer bestimmt. Ach bitte, Herr Meisterpianist, beehren Sie mich doch mit einem Autogramm. Ihr Spiel hat mich dahin schmelzen lassen. Jetzt macht mal nicht so einen Wirbel um das Ganze. Jetzt sei kein Spielverderber. Die Kleine hat schließlich stundenlang vor der Bühne ausgang auf dich gewartet. In der Kälte. Spinner. Ach, schreib doch noch bitte für Nathalie drauf. Und was machst du dann damit? Das ist mein Geheimnis. Aha. Bestimmt wie mit einem Autogramm von ihrem Julian. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Komm, erzähl schon. Ja, okay. Also, hat mal jemand einen Lippenstift? Entschuldigung. Tobi, du bist der Einzige. Ich schreibe dir jeden Tag einen Liebesbrief und bin dir treu. Für immer. Mein Geliebter. Süß. Hey, ja, unsere Traumwohnung. Da bist du ja wieder. Wo kommst du denn her? Ich habe uns was zum Abendessen besorgt. Zwei halbe Hähnchen. Hast du Bock auf sowas? Wie, du rennst weg, sagst kein Wort, um dann zwei Brathähnchen zu kaufen. Was, das gefällt mir nicht. Lass uns was essen und dann erkläre ich dir alles, okay? Hat es vielleicht was mit Mascha zu tun? Ja, hat es. Hannah, du hast selbst gesagt,
Mascha und ich sollten unsere Beziehung aufarbeiten. Und... Was und? Ich finde, du hattest recht. Du hast sie gebeten, hier zu bleiben. Ich hab's versucht, ja. Ich wusste, dass Mascha mit dem Taxi zum Bahnhof unterwegs ist und da bin ich zum Taxistand gerannt. Aber ich konnte sie natürlich nicht mehr überreden. Mascha weiß wohl am besten, was für sie gut ist. Hm. Willst du? Danke, hab keine Hunger. Ich auch nicht. Ich verstehe dich ja. Du hast sie wirklich geliebt, ne? Das mit Mascha ist aus und vorbei, Hanna. Für mich gibt's nur noch dich. Lass uns bitte so schnell wie möglich zusammenziehen, ja? Und jetzt erklär mir doch mal bitte unsere Traumwohnung. Wie willst du denn einrichten, hm? Also, ich habe mir gedacht, dass das hier sowas wie so ein offener Wohnbereich wird. Und den wollte ich eigentlich leer lassen. Da kommt dann noch mein Tisch rein. Ah, die geniale Erfindung. Der Hängetisch. Ja, das soll der Hängetisch sein. Hi, Nick. Hi. Wie sieht's aus? Du hast auf ein zweites Frühstück? Gute Idee. Das erste ist heute nämlich ausgefallen. Verschlafen? Ja, ich habe die halbe Nacht wegen dem blöden Casting kein Auge zugemacht. Bin erst gegen morgen eingeschlafen und dann habe ich natürlich glatt verpennt. Was ist? Mir ist total übel. Hat Fächer dir jetzt eigentlich freigegeben? Ich hatte eigentlich gehofft, er wird es nicht tun. Und fass mal meine Hände an, die sind schweißnass, wenn ich nur an heute Nachmittag denke. Oh Gott, du Ärmster. Hi. Sag mal, habt ihr keine Schule? Ach, wir haben gnädigerweise mal eine Freistunde. Sag mal, hast du Geschichte gemacht? Kannst du mir später vielleicht zeigen, was du geschrieben hast? Ja, klar. Moment, Maike, bevor wir zu dem Casting gehen, da machen wir die Szene aber noch mal durch, oder? Wenn du willst. Ja, unbedingt, ich gehe da sonst doch nicht hin. Wie, du machst bei dem Casting mit? Darf ich vorstellen? Dein neuer Soapstar, Nick Schubert. Lass das. Hey. Sag mal, ob ich da vielleicht mitkommen könnte? Ich sitze nämlich gerade an einem Referat über Serienproduktion beim Fernsehen. Tja, wenn die dich reinlassen, mir soll es recht sein. Je mehr vertraute Gesichter, umso wohler fühle ich mich. Ja. Ja, klar. Wenn du denen sagst, dass du auch was über ihre Serie machst, haben die bestimmt nichts dagegen. Ach, das ist super, ja. Hey, komm. Du schaffst das schon. Jetzt, wo du sogar zwei Begleiter hast. Na, Sonnenblumenkerne, das macht 4,35. Danke. Dankeschön. Danke. Tschüss. Was würde ich nur ohne dich machen? Überstunden wahrscheinlich. Du, ich habe mir einen neuen Namen fürs Maschus überlegt. Oh, Entschuldigung, bin gleich wieder da. Kann ich helfen? Ja. So, da bin ich wieder. Mascha? Gestern am Bahnhof ist mir plötzlich klar geworden, dass ich schon wieder alles falsch mache. Aber... Ich weiß auch nicht. Aber wenn wir beide ständig voreinander weglaufen, dann ist am Schluss doch keinem von uns dreien geholfen. Aber du hast doch... Reiner Selbsterhaltungstrieb. Verdrängung macht krank. Das sollte ich doch eigentlich wissen. Ich verstehe das nicht. Wieso willst du mich nicht weiter unterrichten? Zu viel Arbeit. Pias Tournee nach Australien. Ach komm, das sind doch nur vorgeschobene Gründe. War mein Vorspiel gestern doch nicht so gut? Habe ich dich irgendwie enttäuscht? Im Gegenteil. Du warst fantastisch. Was ist es dann? Ich würde dich liebend gerne als Schüler behalten. Aber ich schaffe das nicht. Wieso? Was soll denn das heißen, du schaffst es nicht? Das weißt du genau. Lass dich nicht stören. Ich wollte sowieso jetzt gehen. Ja. Das ist für dich. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Für den Auftritt, den du mir ermöglicht hast. Wiedersehen.
Bravo. Die Vorstellung war bühnenreif. Na, allerdings ein bisschen abgegriffen, wenn ich mir überlege, dass du bei mir damals dieselben Worte benutzt hast. Ich würde dich liebend gern weiter als Schüler behalten, aber ich schaffe es einfach nicht. Spar dir deinen Kommentar. War mir doch von Anfang an klar, dass du auf den kleinen Schaf bist. Schon damals in Leipzig. Von wegen Talent. Eine Spitzmaus spielt besser Klavier als der Kleine. Sag mal, hast du was an den Ohren, dass du nicht mitbekommst, dass der Junge hochbegabt ist? Ach komm. Ich finde dich widerlich, wenn du eifersüchtig bist. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich will dich nicht verlieren. Du gehörst doch zu mir. Du bist so besitzergreifend. Willst du mir etwa vorwerfen, dass ich immer für dich da bin? Was ist denn? Wie oft soll ich dir das denn noch sagen, Nick? Wenn du das alles so lasch runterleierst, verlierst du total an Glaubwürdigkeit. Aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht. Doch, du hast es drauf. Wir haben es doch auch schon zigmal geprobt. Du musst dich einfach nur konzentrieren. Na gut, lassen wir das mit den Proben. Das bringt jetzt sowieso nichts mehr. Sag ich doch. Vielleicht haben wir zu viel geprobt. Das kann nämlich auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Na toll. Dann kann ich das mit dem Casting gleich ganz lassen? Von wegen. Ich habe doch gesagt, dass du das drauf hast. Du kriegst jetzt auch mal eine kleine Massage von mir. Mal sehen, das hilft. Außerdem müssen wir dann bald los, ne? Ist ziemlich stressig, so ein Casting, ne? Stressig? Stressig ist ja wohl noch total untertrieben. Wie könnte ich? Ich habe lange genug gebraucht, um zu verstehen, wie sehr ich dich liebe. Warum ausgerechnet ich? Ich. Oh, verdammt, ich habe meinen Text schon wieder vergessen. Ich werde mich bis auf die Knochen blamieren. Quatsch. Wirst sehen. Sobald die Kamera läuft, ist alles wieder da. Stimmt. Hoffentlich. Ich muss jetzt erstmal ganz dringend aufs Klo. So kenne ich ja Nick gar nicht. Der ist ja total am Durchdrehen. Wenn das mal gut geht. Schön, dass ihr für mich Zeit habt. Ist doch klar. Und was gibt's bei dir? Womit können wir dir helfen? Ich brauche einfach jemanden zum Reden. Bei mir geht im Moment wieder alles drunter und drüber. Du siehst doch gar nicht gut aus. Was soll ich bitte machen? Bastians Ex will jetzt doch im Marienhof bleiben. Seinetwegen. Schwierig. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn die beiden jetzt ihre Beziehung wieder aufarbeiten. Ich meine, solange Bastian von Mascha nicht innerlich loslässt, dann können wir beide auch nicht glücklich werden. Also ich weiß nicht, Hanna. Ich denke mal, du begibst dich da auf ziemlich dünnes Eis. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ihn doch nicht einfach gehen lassen. Ich denke nur, dass emotionaler Stress das Gift für uns. Ja, aber ich kann doch nicht immer meine Gefühle an- und wieder ausknipsen, je nach Energieverbrauch. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber ich finde, du solltest zusehen, dass du, zumindest so gut es geht, eine gewisse Distanz zu diesen Dingen bewahrst. Ja, aber ich kann doch nicht immer auf Sparflamme leben. Ich meine, das ist ja wohl total trostlos. Klar, leicht ist es nicht. Das wissen wir alle genauso gut wie du. Aber du hast keine andere Chance. Im Gegensatz zu Mascha bist du nicht gesund. Naja, Mascha gesund? So ganz stimmt das nämlich auch nicht. Sie hat mal Krebs gehabt. Aber immerhin kann sie niemanden anstecken. Aber wie dem auch sei. Eins weiß ich jedenfalls ganz sicher. Ich liebe Bastian und ich werde auch um ihn kämpfen. Und dabei bin ich auch bereit, jedes Risiko einzugehen. Und zwar jedes. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hallo. Ich muss noch mal nach Hause. Ich habe meinen Text vergessen. Hey, hier geblieben. Außerdem kannst du doch hoffentlich auswendig. Dann muss ich eben mal aufs Klo. Hey, da warst du gerade vor einer Minute. Ah, wo ist denn nun die Casting-Tante? Hallo allerseits. Hallo. 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 Ich bin Sonja, ich werde euch heute casten. Füllt bitte das Formular aus. Und vergesst nicht zu unterschreiben. Du auch? Ach, nee, ich bin mit Nick und Malte hier.
Frederik will in der Schule ein Referat über Serienproduktion im Fernsehen halten. Ja, und ich wollte Sie fragen, ob es eventuell möglich wäre, dass ich beim Casting zuschaue. Also, üblich ist es nicht. Die meisten irritiert das, wenn jemand zusieht. Aha, verstehe. Aber ein paar Fragen darf ich Ihnen noch stellen, oder? Hinterher? Ja, klar. Okay. Und ihr seid nix Freunde, ja? Mhm. Ja, also gut. Wenn ihr ganz still seid, dann dürft ihr drin bleiben. Und in den Pausen, da kannst du mir ja dann deine Fragen stellen, okay? Okay, super. So, alle mal herhören. Kurz zum Ablauf. Das ist Bonnie. Sie wird beim Casting den Part der Eva übernehmen. Ich muss euch jetzt bitten, alle draußen Platz zu nehmen. Ich rufe euch dann auf, wenn ihr dran seid. Okay, alles klar? Ja, dann würde ich sagen, wir legen los. Ich denke, wir fangen gleich mit dir an. Geh richtig rein in die Gefühlsumschwünge, okay? Und halt Eva erst fest, wenn sie vor dir weglaufen will. Hm? Okay. Wie gesagt, Tinker hat vorhin aus Japan angerufen. Mhm. Ja, und? Gibt's irgendwas Neues? Sie wollte mir gratulieren wegen dem Auftritt gestern. Siehst du, sogar bis nach Japan ist das schon vorgedrungen. Frederik hat recht, bald bist du weltberühmt. Tja, in dem Fall war es Mom, die für die Verbreitung meines Ruhms gesorgt hat. Hoffentlich vergisst du mich nicht, wenn du mal weltberühmt bist. Vielleicht nimmst du mich mal mit auf eine deiner Tourneen. Zum Beispiel nach Australien. Das ist nämlich mein Lieblingsland. Australien? Na echt, wenn dieser Klaviertyp dich weiter unterrichtet, schaffst du das bestimmt. Ich meine, berühmt zu werden. Ja, wenn. Ich habe eine Idee. Tobi, ich glaube, dein Laptop ist mal wieder abgestürzt. Ich kümmere mich später drum, ja? So, das bleibt jetzt hier hängen, bis es ein richtiges Poster von dir gibt. Komm, lass den. Na, hey, vergreif dich nicht an meinen Sachen. Dann hänge ich es eben in meinem Zimmer auf, da kannst du gar nichts machen. Jetzt tu nicht so bescheiden, Nathalie hat recht. Aus dir wird bestimmt mal ein großer Star-Pianist. Star-Pianist? Ja, wirklich. Was meinst du, wie viele Leute heute Vormittag angerufen haben, als du nicht da warst? Um dir zu gratulieren. Wegen gestern Abend. Wirklich? Wirklich. Und das hast du alles Wendel zu verdanken. Ohne ihn... Stimmt. Ohne ihn wäre ich ein Nichts. Aber es wird doch so bleiben. Er wird mich nämlich nicht mehr weiter unterrichten. Was? Ja, das hatte mir gestern im Wilden Mann gesagt. Aber was soll das heißen? Erst baut er dich auf und jetzt lässt er dich hängen. Ja, er hat eben viel zu tun und muss jetzt auch mal für ein paar Wochen verreisen. Na und? Du musst dich jetzt sowieso erstmal auf dein Abi konzentrieren. Aber danach packst du es wieder richtig an. Das Wenn passt doch. Wenn er aber nicht will... Dann musst du ihn eben davon überzeugen. Ich meine, er muss doch kapieren, dass es sich jetzt lohnt, in dich zu investieren. Versuch's wenigstens. Dann arbeiten Sie also in Ihrer Serie öfter mit Darstellern, die gar keine Schauspielausbildung haben? Mhm. Wichtig für uns ist, dass der Typ stimmt. Mhm. Und dass der Darsteller ganz bestimmte Facetten mitbringt. Ja, so wie wir sie eben für unsere Figur brauchen. Ja, schauspielerisches Talent ist natürlich Voraussetzung. Ja, klar. Gut. Bonnie, rückst du noch ein bisschen mit deinem Stuhl rum? Ja, noch ein bisschen? Ja, gut. Danke, reicht. Nick, bist du soweit? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Halt. Erst auf mein Bitte. Und bitte. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich will dich nicht verlieren. Wir gehören doch zusammen. Du bist aber so besitzergreifend. Willst du mir vorwerfen, dass ich immer für dich da bin? Nein, aber du erdrückst mich mit deiner Liebe, verstehst du? Naja, ich verstehe schon. Als es dir schlecht ging, wegen deiner Schlappe mit dem Job, da war ich gut genug, aber jetzt brauchst du mich ja nicht mehr. Also, wenn du so denkst, dann ist es wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Halt, warte, geh nicht, bitte. Hör mir einfach nur einen Moment zu. Was? Ich weiß, du denkst, es kann nicht sein, aber ich denke immer nur an dich. Wie du gehst, wie du schaust, wie du lächelst. Du bist meine Traumfrau. Bleib doch bitte. Wir beide, du und ich, wir gehören doch zusammen. Lass mich. Wie könnte ich? Ich habe lange genug gebraucht, um zu verstehen, dass... Ich... Stopp! Aus! Oh Gott.
Und, gefällt's dir? Ja, das ist der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht abwarten, endlich einzuziehen. Sag mal, wie war's eigentlich heute Nachmittag mit Christine und Falco und den ganzen? Hat nochmal total gut getan. Mit denen kann ich einfach über alles quatschen. Habt ihr auch über uns gesprochen? Ich weiß es, wie wichtig das ist, dass Mascha und du, also dass wir nochmal eure Beziehung aufarbeiten. Ach, und ich hatte schon Angst, dass du den total zumachst. Na, wieso? Ich weiß doch, was ich für dich fühle. Und ich weiß auch, was du für mich fühlst. Ja. Und was echt ist, das bleibt auch. Was ist? Du bist wunderschön. Ich bewundere deine Art, wie du mit dem Leben umgehst. Und ich liebe dich wirklich sehr, Hanna. Ich liebe dich auch. Mehr ist das Leben. Deine Hartnäckigkeit ist wohl durch nichts zu bremsen. Bitte, überleg es dir noch mal. Meinen Erfolg habe ich doch nur dir zu verdanken. Nein. Deine Begabung. Trotzdem, ich brauche einen Lehrer. Sonst schaffe ich die Aufnahmeprüfung nie. Na. Ich bin doch nicht der einzige Klavierlehrer in der Welt. Du bist aber der Beste. Pierre, kannst du mir sagen, wo mein Adressbuch ist? Auf dem Klavier. Ich werde dir zwei Lehrer empfehlen, die sehr gut sind. Hast du was zu schreiben dabei? Ich will aber nur von dir unterrichtet werden. Du hast mir noch gesagt, dass ich dir viel bedeute. Wenn ich dir wirklich so viel bedeute, warum lässt du mich jetzt einfach fallen? Also gut. Du wirst mich weiter unterrichten? Ich werde es mir überlegen. Das ist noch keine Zusage. Aber immerhin kein klares Nein mehr. Danke. Denk mal drüber nach. Komm, ich bring es zu dir. Ciao, Pierre. Ciao. Du bist doch wirklich das mieseste Arschloch, das ich kenne. Geplatzt. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel Es ist viel passiert im Marienhof, präsentiert im Ersten von Mobilat. Ich will, dass du mich liebst. Die dritte Generation im Marienhof und nun auch ihr neues Album Für Morgen, jetzt. Oder nicht.